Liebe Waage, herzlich willkommen zu deinem Mai-Taroskop, Mai 2024. Schauen wir uns in diesen Videos an, wie sich dein Mai gestalten möchte, was er für dich bereithält, was alles möglich ist. Und selbstverständlich auch, was am besten ganz außer Acht zu lassen wäre. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was steht bereit? Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Die Waage im Mai. Science Fiction, surreal oder Realität oder surreale Realität. Wo stehst du? Ups. Zu viele. Wo bist du? Was ist real? Gibt es überhaupt etwas Surreales, liebe Waage? Herzen. Herzen, die sich kennen. Herzen, die sich treffen. Wow. Die eindeutige Verbindung, tiefe Verbindung. Eventuell triffst du auf jemanden und es ist genau so, wie du es dir immer gewünscht hast. Eben. Surreale Realität. Eine tiefe Verbindung kann ein neuer Mensch sein, kann ein Ex-Partner sein. Wir werden im Verlauf des Videos weiter in die Details eingehen. Es ist etwas, was aus dem Nichts kommt. Es ist etwas sehr, sehr Unerwartetes für dich. Gut möglich, aber auch, dass es ein Bekenntnis ist. Sei es zu dir selbst, zum Heiligen Geist, zu wem auch immer, zum Universellen. Wir schauen einfach weiter. Dann der Mai, liebe Waage, ist eine höchst kreative Schaffensphase für dich. Es stehen dir sehr, sehr viele, sehr, sehr positive Energien zur Verfügung. Vor allem sehr viel Freude, sehr viel Motivation. Ganz, ganz viele Impulse. Nutze bitte diese Schaffensphase, die da auf dich zukommt. Vom 4. Mai bis zum 22. Mai wird eine ganz, ganz spannende Phase werden. Sie sagen, du darfst dich überraschen lassen. Schauen wir uns die Hauptenergie an, die dich begleitet. Die Hauptenergie. Es kann gut möglich sein, liebe Waage, dass du im Mai in deinem Bewegungsapparat ein bisschen eingeschränkt bist durch Muskelkater, irgendwelche eingeklemmten Nerven an den Armen, Beinen, an den Rippen, wo auch immer, wo du sagst, hä, wo kommt das denn jetzt her? Immer in Gesundheitsdingen zum Arzt gehen. Diese Videos ersetzen keinen Arztbesuch, doch auf energetischer Basis, liebe Waage, sie sagen zwei Dinge. Einmal, halte inne und schau genau hin, also auf deine Situation. Und sie sagen, wer weiß, wo du im Traum gewandelt bist und was du dort angestellt hast. Der Mai knüpft an den August an. Das heißt, im August kommt das, was du im Mai beginnst, zur Vollendung. Aber nicht nur. Du wirst dir im Mai, wie gesagt, die Phase vom 4. bis 22. Mai ist sehr, sehr ausschlaggebend. Direkt am 20. Mai bekommst du eine mega galaktisch bombastische Erkenntnis,
dir wird etwas bewusst. Und das, was dir bewusst wird, du gehst als Sieger hervor. Das heißt, du kannst diese Erkenntnis integrieren, anwenden. Diese Verbindung, die entweder wieder aufblüht oder die erstmal am Entstehen ist, je nachdem, liebe Waage, sie fordert dich dann doch ein bisschen heraus, denn das Freudenfeuerwerk in dir, dieses unfassbare, unglaubliche, wo du sagst, was, dass ich das noch erleben darf in meinem Leben, beobachte deine Emotionen ganz genau, denn da kommt so einiges Verschiedenes an die Oberfläche. Gut möglich, dass du mit einem Feuerzeichen diesbezüglich verbunden bist, insbesondere einem Löwen oder einem Schützen. Muss aber nicht sein. Und generell gilt, die Sternzeichen, die ich immer nenne, muss nicht direkt das Sonnenzeichen sein, kann auch der Aszendent sein, beziehungsweise, dass diese Sternzeichen sehr stark im Astrochart des Gegenübers oder bei dir vertreten sind. So, die Waage im Mai. Eine neue Brille. Ist es die Herzchenbrille, weil du rosarot siehst, oder brauchst du tatsächlich eine neue Brille? Sie sagen, der Mai entfaltet sich dir auf dem goldenen Tablett. Schau genau hin, liebe Waage, schau genau hin. Du kannst dich an allem bedienen, du kannst zugreifen. Es wird ein sehr, sehr guter Monat für dich. Dann befasst du dich insbesondere mit einem speziellen Tier, sei es der Energie des Tieres oder also irgendein Tier, was deine Aufmerksamkeit erregt. Bitte schau bei diesem dann die spirituelle Botschaft an. Sie sagen, es handelt sich bei den meisten um ein Nagetier. Ja. Die Kulisse, ein Paradies, die Gefühle tief, die Gefühle berauschend. Wir haben hier ebenfalls noch eine männliche Energie von einem Wasserzeichen, Fisch, Krebs, Skorpion, welches deine Aufmerksamkeit möchte. Für dich gefühlt vielleicht etwas, kann auch ein Steinbock sein, vielleicht für dich etwas zu fordernd, zu überfordernd. Dieses Gegenüber sagt, ich möchte deine Aufmerksamkeit, ich möchte gesehen werden. Ich denke, es ist auch ein Vaterthema dabei, was dort anknüpft, ankoppelt. Ich höre, das Thema ist ständig zur Verfügung stehen. Ja, also definitiv, liebe Waage, es geht bei dir im Mai um die Liebe, sei es in der partnerschaftlichen, sei es eine Liebe auf Seelenebene. Man sieht sich und man bleibt ein Leben zusammen. Dieser Mensch ist auf Augenhöhe, dieser Mensch ist bereit, dir alles zu Füßen zu legen, dir sein oder ihr Herz in die Hände zu geben. Doch Vorsicht, dass dir von diesem Menschen, der dich so, sie sagen, abgöttisch verehrt und liebt, dass dir von diesem Menschen nicht die eigene Verantwortung übertragen wird. Ein Plan kommt auf den Tisch, man plant gemeinsam.
Das, was dich an diesem Menschen eventuell irritieren kann, ist, dass er im sozialen Leben nicht den Status hat oder nicht so dasteht, wie du es gerne hättest. Kopf über Herz oder Herz über Kopf Entscheidung, liebe Waage. Du schweigst, du wartest ab. Das ist gut so. Geh in die Wahrnehmung. Wir machen weiter im Extended. Wir warten dort auf dich. Bis gleich. Ciao.